Herzlich willkommen zurück zu Animalica. Wir müssen dringend essen und trinken. So dringend. Hier haben wir einen Apfel, hier haben wir einen Bagel. Wir können erstmal einen Bagel benutzen. Ach, die mittlere Maustaste kann man hier, glaube ich, benutzen. Genau, zack. Und noch einen. Und dann sollten wir noch mal ein bisschen was trinken. Wir können hier unser Wasser trinken. Wir können, aber wir haben ja auch irgendwie coole Sachen. Das ist kein Fisch. Das ist nichts zu trinken. Hatten hier doch, genau, Cola. Zack, zack. Da geht es uns erstmal wieder gut. Und wir haben hier zwei Empty Cans. Die können wir hier wahrscheinlich auch gleich wieder auffüllen. Oder auch nicht. Manchmal geht es ja nicht. Und es wird Nacht. Dann können wir hier vielleicht auch noch unseren Schlafsack ausbreiten. Im Lagerhaus. Im Lagerhaus wollen wir eigentlich nicht schlafen. Im Lagerhaus wollen wir eigentlich nicht schlafen, oder? Wir haben ja da hinten noch ein Häuschen. Dann können wir das hier zu unserem Schlafgemach machen. Wobei, wir haben ja auch aktuell nur einen Schlafsack. Ah, das ist alles nicht so einfach. Wir schlafen jetzt erstmal eine Runde. Wobei, eigentlich wollten wir eh zurückfahren. Egal. Wir haben auch nur noch 36 Leben. Das wird sich dann vielleicht auch wieder regenerieren. Und dann müssen wir auch erstmal ein bisschen Zeug rausschaffen. Ein bisschen Zeug hier lassen auf jeden Fall. Das alles brauchen wir ja nicht. Ich habe auch noch nicht so den Überblick, was man unterwegs alles gebrauchen könnte. Die Frage ist jetzt, wo ist unser Schlafsack hin? Da. So, erstmal hier einfach irgendwie hinklatschen und schlafen. Wir schlafen 12 Stunden bis 7 Uhr morgens. Nehmen wir wieder mit. Aber wir haben immer noch 36 Leben. Und müssen wieder ein bisschen essen. Wir gucken mal, dass wir vielleicht einmal auf Maximum kommen. Vielleicht, ach, wir kriegen sogar Apfelsamen. Vielleicht kommen wir, werden wir dann ja geheilt. Da trinken wir jetzt mal im Wasser. 61. Das ist jetzt irgendwie mehr geworden, aber ich habe nicht darauf geachtet, wann es mehr wurde. Kriegen wir noch raus. Bin ich mir sicher. Hier kann ich gerade nicht nachfüllen. Geht das nur einmal? Geht nicht immer. Geht nicht immer. Dann erstmal wieder zurück in die andere Welt. Nein, erstmal das Inventar leer machen natürlich. Jolum ist wieder viel zu voreilig hier. Viel zu überhastet. Oh, Baked Potato, stimmt, die haben wir hergestellt. Das Campfire. Das nehmen wir mal mit. So, ich hatte noch irgendwo eine Kiste hier, da. Ich weiß gar nicht, warum wir noch eine Kiste haben. Nee, kann ich nicht platzieren. Was ist denn das? Ach so. Das ist zum Verkaufen. Das ist zum Verkaufen. Na gut, dann schmeißen wir hier erstmal Zeug rein. Was können wir da lassen? Hardwood nehmen wir vielleicht mal mit. First Aid Kit nehmen wir mit. Tomaten lasse ich mal hier. Die Samen können wir auf jeden Fall hier lassen. Plant Fiber lassen wir hier. Die Eier lasse ich mal hier. Okay, das ist zum Verkaufen. Vielleicht sollte ich hier am Anfang ein bisschen zu sortieren. Also das hier ist oben, ist so Erste Hilfe und so weiter. Das hier ist erstmal verkaufen. Crowbar brauchen wir eigentlich auch nicht so viele. Das können wir eigentlich auch mal verkaufen. Eine Crowbar können wir vielleicht mal behalten. Sticks können wir hier lassen. Empty Can, die kann man ja eigentlich, glaube ich, wieder auffüllen. Gummi können wir hier lassen. Metall. Scherben können wir auch erstmal hier lassen. Das Salz lasse ich mal hier. Pistolenkugeln, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Tierhaut können wir da lassen. Ein bisschen Hardwood kann vielleicht nicht schaden. Okay, die können wir mit Wasser auffüllen. Das hier ist nur Crafting-Material. Okay, die können wir hier lassen. Dann haben wir hier noch Leder, was da bleiben kann. Seile können sicherlich auch hier bleiben. Das hier heilt uns. Ist das hier? Achso, das sind Giftpfeile. Das ist vielleicht auch praktisch. Das können wir vielleicht hier lassen. Soda. Das ist Getränk. Getränke kommen erstmal dahin. Das ist eine Zutat. Ja,
komm, Karotten lassen wir auch erstmal hier, die Nägel. Nehmen wir mal ein paar mit. Die Bananen lassen wir mal hier, den Bagel, die Bagel nehmen wir mit. Irgendwas müssen wir ja auch zum Essen da lassen. Die Stone Pickaxe brauchen wir eigentlich auch nicht und da ist die erste Kiste schon wieder voll. Das geht schnell. Das ist Munition, die nehmen wir erstmal mit. Haut lassen wir hier, Eisen lassen wir hier, Samen lassen wir hier, Feuerpfeile nehmen wir natürlich mit. Azaela. Key in the Gradient for Taming Potion. Okay, das sollten wir also erstmal da lassen. Can use to start a fire. Lassen, achso, das sind Streichhölzer. Fett lassen wir erstmal hier. Kaffee können wir mitnehmen. Antibiotika kann nicht schaden. Ist auch Gesundheit. Duct Tape kann man immer gebrauchen. Lassen wir aber auch erstmal da. Death Bacon könnte später auch mal interessant sein. Proteinriegel. Cannabis. Braucht man für Tranquilizer. Achso. Slate. Required to make potions. Okay. Das hier ist auch Futter. Das ist Getränk. Green Warrior Bandage können wir erstmal. Kann man für exklusive Items benutzen zum Handeln. Dann haben wir hier noch mehr Eisen. Ah, Tranquilizer Arrow. Die lassen wir natürlich. Hier, nehmen wir natürlich mit. So rum. Noch mehr Essen. Noch mehr Trinken. Das ist Trinken und Essen. Das lassen wir mal hier. Das Campfire nehmen wir mit. Samen lassen wir hier. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so super spannend, aber das gehört halt zu solchen Spielen dazu, dass man auch mal so ein bisschen Inventarmanagement macht. Und ich glaube, den Rest lassen wir erstmal hier an Timber. Wobei den Weiß würde ich auch gerne hier lassen. Ja, und schon ist Ende im Gelände. Schon ist Ende im Gelände, okay. Hammer haben wir mit. Vielleicht können wir ja auch diese das andere Zeug dann da mitnehmen. Sowas wie die Erste-Hilfe-Station. Das wäre doch cool. Wenn wir die nicht selber bauen müssen, sondern die einfach zack einpacken. Mal gucken, ob das geht. Und ansonsten nehmen wir einfach wieder Zeug mit und dann können wir uns ja noch mehr Kisten machen, dass wir dann ein schönes Lagerhaus draus bauen. Mal gucken. Und natürlich müssen wir auch noch dann die anderen Gegenden mal erkunden. Das ist ja auch klar. So, dann gucken wir doch gleich mal da hinten in die Hütten rein. Den Workshop müssen wir jetzt ja nicht mitnehmen, aber hier können wir noch mal reingucken. Ob ich hier auch noch Sachen übersehen habe. Da habe ich schon mal nichts übersehen, aber kann ich die Crate zum Beispiel mitnehmen? Das funktioniert nicht. Okay, das ist schade. Das ist sehr schade. Dann wird das mit den Stationen wahrscheinlich auch nichts. Nee, Medical Bay kann ich auch nicht mitnehmen. Na gut. Das ist sehr schade. Den Chemie... Tisch kann ich auch nicht benutzen. Interessant, was bräuchte man denn hier eigentlich? Eine ganze Menge. Wahnsinn. Okay. Für Erste-Hilfe-Kits, Bandagen, Alkohol, Painkiller, Antiseptikum, Antibiotika. Da auch. Da auch. Aber Antiseptika kann man herstellen, dann wiederum aus dem ganzen Kram Pfefferminze. Hm. Könnten wir sonst auch mal probieren, irgendwie so ein Tier dann noch. Oh, da ist noch was. Was haben wir denn da noch? Empty Wild. Nehmen wir mit. Hatte ich wahrscheinlich keinen Platz für. Beim letzten Mal. Gut, dann bringt das mit dem Hammer hier ja doch herzlich wenig. Gucken wir hier nochmal rein. Da hatte ich aber auch alles mitgenommen. Wie es aussieht. Es wundert mich auch, dass wir so viel Pistolenkugeln-Munition haben, aber hier keine Pistole rumliegt.
Oder ich finde sie einfach nicht. Würde ich auch nicht ausschließen. Na. Krass. Okay. Bärenfallen sind böse. Das, okay. Ich glaube, dann nehme ich jetzt hier tatsächlich mal das Erste-Hilfe-Kit hier. Sonst fühle ich mich nicht wohl. Dann haben wir ja doch schon ziemlich viel hier ausgeräumt. Hier können wir nochmal reingucken. Dann wäre es ja vielleicht auch mal ganz interessant, wie das dann mit Farming funktioniert oder was wir dann für weitere Tische brauchen. Kann ich das mitnehmen? Ja, das können wir mitnehmen. Ja. Ah ne, dafür gibt es einen Green Warrior Badge. Okay. Ach, hier ist ja noch eine Ziege. Guten Tag. Das ist ja was. Nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, wofür man das alles gebrauchen kann. Ja, die Sprachausgabe ist zweckmäßig. Wie so viel ist hier. Und dann können wir natürlich hier auch nochmal die Bäume mitnehmen. Wieder ein bisschen Holz. Ich habe jetzt alles in Timber umgewandelt. Dann können wir hier auch mal wieder ein bisschen anderes Holz dann zur freien Verfügung. Dann können wir vielleicht wirklich mal gucken. Vielleicht auch mal so ein anderes Gebiet nochmal mit reinschauen. Oder wir nehmen jetzt nochmal so eine Kuh mit. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Ich glaube, wir haben ja sogar noch einmal die Möglichkeit, irgendwie zu heilen. Dann könnten wir vielleicht mal so ein Tiergehege bauen und dann können wir so eine Kuh vielleicht bei uns irgendwie reinstellen. Ich weiß, ob die dann noch irgendwie gefüttert werden müssen oder so. Vielleicht. Hier. Das sieht aus, als würde man es mit einer Spitzhacke abbauen können. Nee. Kann man nicht. Vielleicht mit einer Axt? Nee. Na gut. Achso, geht das denn eigentlich mit der Axt hier besser? Oh ja, wesentlich. Wieso nehme ich denn dann die andere Axt? Raus. Ja, nehmen wir noch eine Kuh mit? Können wir nicht machen. Hab nur leider, ich finde, das Pferd ist halt irgendwie ein bisschen blöd zu reiten. Deswegen gehe ich vielleicht doch lieber zu Fuß. Was war das denn jetzt schon wieder? Ach, noch so eine blöde Falle. Die ganze Zeit habe ich es geschafft, den Fallen auszuweichen, instinktiv. Und jetzt trete ich da auf alle drauf. Super. Echt super. So. Mal gucken. Wir brauchen einen anderen Pfeil, nämlich den Tranquilizer. Okay, einer reicht sogar. Eine männliche. Ja, dann ist es ja. Nee, Moment, weibliche. Ja, ist eine Kuh. Zack. Ich wollte doch die Kuh haben. Ich wollte sie doch heilen. Ich wollte sie nicht schlachten. Was? Habe ich die falschen Pfeile genommen? War das nicht? Das war ein Giftpfeil. Ich möchte doch hier einen Tranquilizer haben. Haha. Arme Kuh. So, die läuft weg. Ich hoffe, sie bleibt gleich stehen oder kippt um.
Weiß gar nicht, wie viele Pfeile braucht man denn für so eine Kuh? Ich möchte dir doch nur helfen. Also gut, das habe ich bei der anderen ja auch gesagt, aber diesmal wirklich. Okay, jetzt ist er umgekippt. Alles klar. Ja, die können wir jetzt aufnehmen. Okay, braune Kuh. Haben wir jetzt hier im Inventar infiziert. Gut, dann müssen wir einmal wieder zurück, dann das Heilmittel holen. Beziehungsweise ich lasse sie jetzt erstmal im Inventar. Wird dann gleich in die Kiste gelegt. Und dann gucken wir mal. Also ich möchte gleich mal schauen, was braucht man... Oh, hier ist noch Müll. Was braucht man für... weitere Workshops. Sowas wie eine Schmiede zum Beispiel. Und ja, dann basteln wir mal so ein kleines Gehege. Mit einem Futtertrog und dem ganzen Kram. Ich meine, hier haben wir ja Platz ohne Ende. Nee, Moment. Wenn wir das haben, dann können wir die Kuh hier irgendwie freilassen. Nur vorher möchte ich das auch nicht machen. So. Ach hier, und ein Storage wäre vielleicht auch noch ganz gut. Wir bauen hier mal so ein Storage, würde ich sagen, für Metall erstmal. Ein Container mit 48 Slots. Das ist doch cool. Oder Materials. Machen wir erstmal so ein. Mal gucken. So. Und dann, kann man den hier auch, den können wir ja hier hinstellen. Das ist ja kein Problem. Kann ich da jetzt nur Materialien reintun oder kann ich da alles Mögliche, also auch, nö, da kann man alles Mögliche reinschmeißen. Das ist ja praktisch. Das ist ja nicht schlecht. Aber gut, dann kann man, wenn man das dann streng sortiert, kann man das Ganze natürlich dann auch entsprechend, oder man weiß, was wo drin ist. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So. Wenn wir jetzt herstellen wollen, eine, und das ist ja auch besser als die Kisten, eine Windstruktur. Wir könnten eine Windmühle bauen. Aha. Das wollen wir aber nicht. Misk. Crafting Stations. Okay, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Kochtopf. Dafür bräuchten wir große Steine und ein... Okay, Matches haben wir. Haben wir Large Stone. Large Stone wäre dafür nötig. Für einen Advanced Workshop. Wir bräuchten auch wieder Toolsets. Okay, das ist erstmal, kommt erstmal nicht in Frage. Die Schmiede. Kleinen Hammer, 100 Metallschrott, 10 große Steine und 80 Ziegel. Craft Stone and Clay Building, das klingt ja eigentlich auch nicht schlecht. Ein Schissel, okay, kleiner Hammer, große Steine. Okay, und da braucht man auch schon große Steine für. Hier braucht man 300 Nägel für und auch wieder Toolsets. Der Carpentry. Boah, hier gibt es aber schon, es sind viele Crafting Stations, finde ich. Tannery. Brauchen wir Seile, Glas, Tierhaut. Oh, hier kann man bessere Waffen auch bekommen und Lederrüstung. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Haben wir denn Glas und Tierhaut? Also Tierhaut haben wir ein bisschen. Hier auch wieder ein. Müssen wir Tiere töten. Ich weiß halt auch nicht, in welcher Reihenfolge man die Dinger bauen sollte. Okay. Gardening Shed. Oh, hier können wir wahrscheinlich... Achso, das ist für dekorative Sachen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Das glaube ich auch nicht.
Ah, verschieden. Achso, die sind dann einfach nur. Ach, da braucht man auch bestimmte Bücher für ArtStation. Brauchen wir auch ein Buch für Alchemieturm. Boah, da braucht man auch richtig viele Sachen für. Bambusfontäne. Da gibt's. Brauchen wir Bambus für. Okay. Gibt es dann sauberes Wasser? Eine Wasserpumpe haben wir ja. Brauchen wir noch eine Wasserpumpe? Ich glaube, die haben wir hier aber schon stehen. Ja. Also vielleicht so ein Kochtopf wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und vielleicht dann auch erstmal hier sowas wie eine Schmiede oder eine Stone Masonry. Vielleicht sogar eher die Schmiede zuerst. Da bräuchten wir aber noch ein bisschen Metal Scrap. Ich schreibe mir das mal eben auf. Also Metal Scrap, wobei da könnten wir genug von haben. 100 und wir brauchen große Steine. 10 Stück und 80 Bricks. Da weiß ich halt nicht, ob wir sowas schon haben. Scharfe Steine haben wir. Was haben wir da drin? Noch mehr Timber. Noch mehr Pistolenkugeln. Das halt jetzt alles noch so. Müsste ich ja vielleicht irgendwann auch mal sortieren. Matches haben wir. Große, kleine Steine haben wir, aber keine großen Steine. Okay. Also, große Steine, Metal Scrap wären ganz gut. Und Bricks haben wir auch noch gar nicht. Die kann man dann wahrscheinlich aus Lehm machen oder man muss dann halt erst den anderen Workshop bauen. Den Stone Masonry, glaube ich. Ja. Da bräuchten wir ein Schissel für. Oder war auch große Steine und ganz viel Lehm. Steel Ingot. Steel Ingot klingt für mich, als würde man es aus der Schmiede bekommen. Na gut, dann werden wir in der nächsten Folge. Denke ich, also ich tue erstmal hier Sachen rein. Ha. Was wir erstmal nicht brauchen. Das ist alles noch nicht sonderlich sortiert. Vielleicht muss ich das dann mal außerhalb der Aufnahme machen. Großfleisch, das nehmen wir mal mit. Woodlock lassen wir mal hier. Das kann platziert werden, okay. Das lassen wir mal hier. Ja, das ist, glaube ich, unser komplettes Metal Scrap. Kumba. Hunger und Gesundheit. Klingt gut. Und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das unbedingt hier machen müssen. Das überlegen wir uns dann das nächste Mal. Bis dann.